Bei der Ski-WM in Schladming gab es im Teamwettbewerb das lang ersehnte erste Gold für Österreich. Platz 2 belegte Schweden. Die deutsche Mannschaft freut sich über Bronze. Der Weg ins Finale führte über Österreich und das ein hoffnungsloses Unterfangen, wie sich herausstellte. Nachdem Lena Dürr und Fritz Dopfer ihre Duelle verloren hatten, brachte dieser Fehler von Maria Höfel-Riesch die Niederlage. Österreich im Finale, Deutschland aber im Kampf um Bronze. Im kleinen Finale gegen Kanada kam es aufs letzte Duell an. Deutschland mit 1:2 im Rückstand, Fritz Dopfer rechts gewinnt sein Rennen gegen Philipp Brown hauchdünn. Der Zeitvorsprung hat gereicht. Bronze für Deutschland, die dritte Medaille für den DSV. Weltmeister wie erwartet Österreich vorzeitig durch den Sieg von Michaela Kirchgasser die Erlösung für die Gastgeber.